Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Train Simulator 2018 hier auf meinem Kanal Train Teacher. Ich bin der Darius und das hier ist die Strecke Frankfurt-Mannheim in Klammern Karlsruhe. Wir stehen hier gerade im Bahnhof Frankfurt am Main und fahren heute einen ET 445 von Frankfurt am Main Hauptbahnhof bis nach Riedstadt Wolfskillen. Unterwegs halten wir an den Bahnhöfen Frankfurt Niederrad, Frankfurt am Main Stadion, Zeppelinheim, Waldorf, Mörfelden, Groß-Gerau, Dornberg und Dornheim. Und natürlich würde ich mich immer sehr freuen, wenn du bis zum Ende der Fahrt mit dabei bist. Dann würde ich einfach mal sagen, wir machen unseren Zug soweit fahrbereit und dann erzähle ich euch auch mal gleich, was denn hier mit diesem Zug auf sich hat. Genau, so, dann gehen wir mal hier in den Führerstand, öffnen die Türen. Die Türen haben leider immer noch keine Türsounds bekommen. Ja, das ist ein bisschen schade, aber auch kein Problem. Zuallererst müssen wir natürlich wie immer hier diesen Schlüssel auf Position 1 stellen, den Fahrtrichtungswender auf Forward. So, zack. Wollen wir das denn Spitzlichter anmachen? So. Na, das wollte ich. So, genau. Stromabnehmer heben und Hauptschalter einwerfen. Das haben wir auch. Dann müssen wir noch die SIFA und die PZB anmachen. Das ging, glaube ich, mit SIFA System on, LZB System. Ach, das wollte ich eigentlich nicht. Aber das ist jetzt nicht tragisch. So, PZB System auch. Das wollte ich. Genau. Gut. Dann haben wir das soweit geschafft. Schauen wir uns das Ganze doch nochmal kurz von außen an, bevor wir hier losfahren. Genau, so sieht es aus. Regio DB. Zweite Klasse. Zweite Klasse. Ja, also großartig. Was zu sehen ist jetzt hier nicht draußen, außer halt, dass es der DB-Lackierung alles sich jetzt befindet. Genau, dann würde ich einfach erstmal sagen, verlassen wir jetzt den Bahnhof Frankfurt. So, genau, können wir uns gleich auch befreien. Zack. Leider ohne akustische Rückmeldung hier. Aber auch nicht weiter tragisch. So, gut. Jawohl. Oh, jetzt sehe ich gerade, war schon viel zu schnell. Hoppla, das habe ich ja komplett vergessen. Frankfurt am Main ist ja Ausfahrt mit 30. Nutzen wir mal hier die E-Bremse. So. Ja, meine Damen und Herren, stimmt. So, SIFA ist auch da. Das ist das Ganze hier, was ihr gerade gesehen habt, ist ein Repaint für den Rail Traction IC2 Twindex, ein DB Regio Repaint. Das Ganze habe ich dann gekoppelt, zumindest ein das halt sehr an den an die Regio Variante der Twindex, der Bombardier Twindex Reihe. Und das Ganze ist ein fiktives Repaint. Hier hinten ist dann halt auch eine Lok, der 146-2, der DB mit hinten dran, also eine DB-Lackierung. Und die Sache ist halt einfach, wir dürfen doch schon ab 60, ist egal, das müssen wir jetzt nicht beachten hier, das Rumgepiepe, vertraut mir da mal mehr. Und die Regio-Variante ist nämlich so, dass diese nur aus Triebzügen besteht, ohne Lok. Und die Intercity-Variante aber noch aus einer Lok mit besteht, aus einer 146.5. Genau. Stellen wir uns jetzt einfach mal vor, das wären jetzt hier die alles Trieb, also ein kompletter ganze Triebzugeinheit und nicht eine lokgeschobene Einheit. Dann, ja, ist ja auch ein fiktives Repaint, wie gesagt, dann passt das auch. Aber es, ich finde halt, es sieht sehr schön aus und passt auch gut zu dem, sag ich mal, neuen 445er. Die jetzt auch, die ersten wurden jetzt auch ausgeliefert nach 3 Jahren Verspätung. Ursprünglich sollten die ja schon Dezember 2014 ausgeliefert werden, aber da hat Bombardier mal wieder gut gezeigt, wie lange das dauern kann, genau. Ich kann euch ja mal sagen,
wie viele Einheiten jeweils an welches Einsatzgebiet hätten gehen sollen. Und zwar bestellt wurden von Expresskreuz, vom Express, also für den fürs Expresskreuz Bremen 2011 18 Mittelwagen, also insgesamt 18 Wagen. Einfach nur Mittelwagen, ohne Triebwagen. Und von VBB Berlin-Brandenburg, also die sind schon ausgeliefert worden tatsächlich, von dem VBB, also Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, auch hier sollen die fahren auf dem RE5, bestellt 2012, 10 Triebwagen, 15 Mittelwagen, insgesamt 25 Wagen an sich, welche voraussichtlich hätten 2017 halt ausgeliefert werden sollen, Dezember leider immer noch nicht. Dann Nah.SH Schleswig-Holstein, seit 2017 Dezember im Einsatz. Insgesamt 32 Triebwagen und 32 Mittelwagen, also insgesamt 64 Wagen. Die sind wirklich schon im Einsatz tatsächlich, nach 3 Jahren wurden die zumindest ausgeliefert. Und dann haben wir noch fürs Main-Spessart-Netz, bestellt 2013, seit März 2018 im Einsatz, 24 Triebwagen und 24 Mittelwagen, also insgesamt 48 Wagen. Und dann noch für den Main-Neckar-Ried-Express, Baureihe 446, 48 Triebwagen, 41 Mittelwagen, also insgesamt 89 Wagen. Jawohl. Auch Dezember 2017 Auslieferung ist auch doch stattgefunden. Also hat gut geklappt. Ja, nicht so wie hier beim VBB. Da ist es ja mal ordentlich schief gegangen. So, dann machen wir mal kurz eine Ansage. Meine Damen und Herren, in wenigen Augenblicken erreichen wir den Bahnhof Frankfurt-Niederrad auf Bahnsteig 2. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Ja, das erstmal dazu. Oh, das ist ja doch sogar Fahrtrichtung links. Das sah gerade auf den ersten Blick nach Fahrtrichtung rechts aus. Wiederholen wir es kurz. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, die werden sich jetzt wohl erstmal alle fragen, was denn da los, aber hat schon alles seine Richtigkeit. Steigt lieber links aus, Freunde. Sonst landet ihr hier im Gleisbett. Und das wollt ihr, glaube ich, nicht. So. Ist ja auch schön hier, wie gerade der Oberleitungsmast einfach auf dem Bahnsteig geknallt wurde. Zeige ich euch gleich nochmal. So, Türfreigabe. Ja, wie gesagt, leider fehlt hier oben halt noch die Leuchte über den Türen und Türensounds generell. Aber an sich sieht es innen drin gar nicht mehr schlecht aus. Ja, wo war jetzt hier die Ober... Da, schaut mal. Ich glaube, in echt ist das nicht so. Zumindest nicht so unschön. Und unsauber verarbeitet. So, ach so. Wir können natürlich auch noch eine ZZA einstellen. Wie ging das nochmal? Nee. Ach, Bombardier Twindex. Nicht einsteigen. Alles klar, Zug wird ausgesetzt. Regionalexpress. Das wollte ich. Da. So. Jetzt passt es. Gut. Schauen wir mal raus. Passt auch. Und dann geht's auch schon weiter. Sehr gut. Frankfurt-Niederrad, die Station haben wir erfolgreich erreicht. Jetzt fahren wir mal auf die Station Frankfurt am Main Stadion zu. Okay. Wir sollten mal die LZB in irgendeiner Form ausschalten. Denn das sieht nach einer enormen Fehlerquelle aus. Obwohl die 50 waren ja gerade angekündigt, keine Frage, aber uns sind noch 90 erlaubt. Aber das war halt ja auch, wie gesagt, eine der Dinge, die noch nicht so ganz gut funktionieren hier. An den Zugskripten generell. So. Jawohl, die 50. Ja, alles gut. Wir finden eine Lösung. So.
Also ich kann es kaum erwarten, bis wir hier raus sind aus diesem Gleisdschungel. So, 100 Ampere. Der Bahnhof, Frankfurt am Stadion, Kilometer 74,00. Das ist jetzt noch nicht, den wir jetzt durchfahren, oder? Doch. Aber wir durchfahren den sogar. Okay, wir haben gar keinen Halt, alles klar. Ja, dann heißt es für unsere Zuggarnitur, also für unseren Umlauf, nicht Garnitur, für unseren Umlauf hier, entfällt halt. Hab ja auch zum Glück gar keine Ansage gemacht. Habt ihr das gerade gehört, diese weichen Sounds? Die klangen ziemlich stark nach dem vom ICE3 und dem Linus F Sound Update, also hier auch schon wieder gerade. Vielleicht haben die da ja sogar was geklaut. Wer weiß. So. Jetzt aber mal bitte 120. Ach komm, das ist doch ein Scherz, ey. Ja, jetzt. Ach Mann. Nun gut. Ach, schaut mal, da kommt uns sogar ein schöner IC3 entgegen. Haben wir gerade von dir gesprochen. Okay. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir den Bahnhof Zeppelinheim. So, die wichtigste Ansage für den nächsten Halt haben wir schon mal gemacht. Hier rechts geht es dann übrigens zum Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof. So. Und ein Vorsignal. Der Aufstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. So, diesmal muss ich aber recht gehabt haben, weil nochmal wäre ja peinlich. Frage ich die Fahrgäste bestimmt auch schon, was denn das soll. So, dann sagen wir mal 200 km/h, 200 Meter vom Bahnsteig. Da sollte man bei den 80 km/h sein. Oh, der ist ja sogar ein bisschen kürzer, sehe ich gerade. Aber wir sollten reinpassen, zumindest wenn ich gut halte. Ach. Die guten alten Scheinwischer haben sich auch mal aktiviert. So, wie kriege ich euch jetzt wieder aus? Ah, okay. So. Sehr schön. Genau, Regionalexpress. Wenn es auch ein bisschen unscharf ist, warum auch immer. So, Bremsen können wir schon mal lösen. Ja, leider hat man auch gar keine Sounds beim Lösen der Bremsen. Ja, wie gesagt, also da ist noch einiges nachzuholen. Aber wie gesagt, vom Modell her natürlich ganz schön und auch gelungen tatsächlich. So. Und weg ist der Zug. Ja, was mich auch gerade wundert, tatsächlich ist, dass hier die Ü-Leuchte gar nicht leuchtet für Übertragung. Ist ja auch toll. So.
Meine Damen und Herren, der nächste Halt ist Walldorf in Hessen. So. Jawohl, nächster Halt Walldorf Hess. So sieht's aus. Ist wohl wahrscheinlich der letzte Bahnhof vor der Landesgrenze. So, schauen wir mal, ob wir es schaffen, mit 1 Kilometer vor dem Bahnsteigbeginn zu bremsen. Also, um genau zu sein, jetzt. Ja, sieht ganz ordentlich aus. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Super. Beschleunigen wir mal das Ganze hier. Ja, zum Schluss hin wird der Zug immer so ein, nämlich so liebevoll langsam. Ja, ich schau mal nochmal aus. Ah, das sieht einfach wunderbar aus, so von der Seite. Ich wünschte mir hier auch, dass dann mal alle Twindex-Regio-Garnituren ausgeliefert werden, weil dann kann ich auch mal was sehen auf dem RE5. Ja, so. Und die Türen schließen. Wunderbar. Und wir können weiter. Ah doch, beschleunigen tut er eigentlich sogar ganz gut. Finde ich gar nicht schlecht. So. Riedstadt Wolfskehlen. Das ist unser Zielbahnhof. Da übernimmt ein Kollege. Meine Damen und Herren, in wenigen Augenblicken erreichen wir den Bahnhof Mörfelden. Ah, Mörfelden scheint sogar noch zu Hessen zu gehören. Was ist denn der Bahnhof danach? Groß-Gerau, Dornberg. Groß-Gerau Dornberg ist auch noch Hessen, alles klar. Komisch, warum da noch Hess hinter steht. Vielleicht weiß es ja jemand von euch. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Ja, die Geschwindigkeitsankündigung interessiert uns eh nicht, denn wir fahren ja gar nicht schneller als 160. Von daher können wir da getrost sagen, ist uns egal. Okay. Ja, die Bahnhöfe sehen sogar alle noch teils ziemlich groß aus, sogar. Krass, dass hier die IC-Züge nur durchrauschen mit ihren 200 km/h. Ist ja so wie bei Berlin-Leipzig eigentlich, dass sich hier die hinter Wittenberg dann die ganzen Fernzüge auch mit dem, auch noch davor, teils zumindest, die Fernzüge mit den Regio-Zügen die Trasse teilen. Aber da muss die Veranstaltung gut aufpassen, ey. Ist ja auch krass, in einem Moment fährt da so ein Regionalzug und im anderen Moment brettert da so ein ICE vorbei. Das sogar, wenn ich mich nicht alles täuscht, im Stundentakt.
Ja. DB Regio AG Region Hessen. Frankfurt M Hauptbahnhof, genau. Supi. Hier geht's schon los. Und unser Zug hat Abfahrt. Weg ist er. So, und der nächste Bahnhof ist dann auch schon Groß-Gerau-Dornberg. Aber bis dahin haben wir sogar, glaube ich, noch ein bisschen. Na, genug Zeit auf jeden Fall. Jawohl, da haben wir noch ein bisschen vor uns. Ist ja der erste größere Abschnitt tatsächlich. Oh, die Vegetation sieht aber auch ganz schön aus gerade. Ich habe nämlich mal Herbstwetter eingestellt hier für unser Quick Drive. Sieht eigentlich ganz schön aus, zumindest die gelben Bäume. Ich glaube sogar, das macht einen Unterschied, wenn man von Sommer auf Herbst umstellt. Da habe ich auch irgendwie letztens im Resum-Forum ein paar Screenshots gesehen, wo die, wo das Streckenwetter vermischt wurde. Und das sah ja auch schon echt wunderschön aus. Also, der Train Simulator konnte schon gutes Wetter simulieren. Zumindest Sommerwetter. Gewitter ist dann was anderes, das finde ich dann nicht mehr so schön. Aber wer findet ein Gewitter auch so wirklich ultra toll? Ich glaube, das schöne Wetter ist dann doch mal wieder was Tolles, wenn man mal ohne Regenschirm raus kann. Ach, da kommt sogar ein schöner Kollege entgegen. Mit seiner 425. Ja, die Sache ist auch, was wollte ich gerade noch sagen? Bleibt ja weiterhin spannend wegen dem TS 2019. Also wenn der rauskommt, bin ich mal echt gespannt, was man da, was mein Computer da alles mitmacht. Vielleicht bringe ich den ja dann sogar um. Oder vielleicht explodiert er, wer weiß. Ach, jetzt, zack. Ja, also auf jeden Fall. Ich habe mir auch mal ein paar Bilder angeguckt hier vom Twindex in der City im Führerstand. Also das stimmt ja nicht. Höchstgeschwindigkeit 160 km/h. Zumindest habe ich mich da noch mal ein bisschen reingelesen und festgestellt, dass der sogar zugelassen ist auf 100. Naja gut, grundsätzlich können diese Doppelstockwagen 189 km/h fahren, aber durch die 146,5 da hinten wurden sie nur auf 160 zugelassen. Also die gesamte Zugzulassung. Und dann, sobald dann mal eine andere Lok dahinter kommt, wird das wahrscheinlich auch beim Eisenbahnbundesamt geändert. Also wenn ich es jetzt richtig gelesen habe. So, meine Damen und Herren, in wenigen Augenblicken erreichen wir den Bahnhof Groß-Gerau-Dornberg auf Bahnsteig 3. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. So, nochmal ein paar Bilderchen für YouTube gemacht. Ich habe mir auch mal letztens ein Führerstandsvideo mit so einer Mitfahrt da in einem ICET angeguckt. Wie der da auf irgendeinem Bahnhof auf der Strecke Hamburg-Hannover gehalten hat. Ich glaube sogar ungewollt. Aber der Lokführer, der hat das Bremsen drauf gehabt. Also das war ja mal krass. Wie der dann noch irgendwie circa, der fuhr da irgendwie mit 100, fast 100 rein.
ist dann mitten im Bahnhof noch irgendwie 70 gefahren und hat dann wirklich perfekt hier am Ende gebremst. Also das muss man schon können. Ich glaube, da war der Lokführer aber auch schon der 100 Pro absolut erfahren. Und er war wohl mit der Bremse schon eins. Ich wundere mich aber gerade, warum wir Weichensounds gehört haben, obwohl wir stehen. Ah, der Train Simulator und seine Macken. So. Da können wir auch schon weiter. Ach, schaut mal, wo uns entgegenkommt. Ach, hat er gar keine Schlusslichter an? Ah, doch, okay. Ah, vielleicht waren die ja defekt oder so. Oder sind. Da nicht waren. Ich glaube, ich habe waren gesagt. So. Ah, ich finde auch immer diese LZB-Tafel schön, wenn da rechts so ein Schild ist und dann LZB beginnen. Grundsätzlich ist es ja so, dass ab dem nächsten Hauptsignal, das dann dahinter kommt, nach diesem LZB-Schild, ist man dann, müsste man also die Überwachung starten. Vorher, ab dem Eintritt, misst halt der Computer die Zuglänge alles und schaut, ob soweit alles stimmt. Mit der Zugnummer und so weiter. Meine Damen und Herren, in wenigen Augenblicken erreichen wir den Bahnhof Groß-Gerau-Dornheim auf Bahnsteig 1. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. So. Groß-Gerau-Dornheim. Ah, vielleicht schaffe ich es ja auch hier vorne wieder perfekt wie gerade eben an der Haartafel zu halten. Ja, komm, Sifa. So. Sehr schön. Trotz dessen die Bremse hier ein bisschen tricky ist, habe ich es doch eigentlich ganz gut gemacht. Naja, ist schon okay. War es auch schön hier, wie die Oberleitung so schön dünn wird einmal und dann da wieder das großflächige Geflecht. So. Bremsen schon mal lösen. Da wir uns eher auf einer geraden Strecke befinden. Die automatische Anfahrsperre ist eh aktiv, von daher würden wir gar nicht wegrollen. Und dann können wir auch schon weiter. Und weg. Weg waren wir. Super. 2 Kilometer noch bis Riedstadt Wolfskillen, Bahnsteig 2. Dort findet dann ein Personalwechsel statt und der Zug fährt weiter nach. Ah, wohin fährt er denn heute? Nach Karlsruhe. Verehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir den Bahnhof Riedstadt Wolfskillen, Bahnsteig 2. Es findet nun ein Personalwechsel statt. Das gesamte Zugteam sowie ich als Lokführer verabschieden uns von Ihnen und bedanken uns mit der Mitfahrt mit der Deutschen Bahn und wünschen Ihnen noch eine angenehme Weiterfahrt bis nach Karlsruhe. Schönen Tag und auf Wiedersehen.
Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Oh, da rechts sogar irgendein Kraftwerk oder irgendeine Fabrik. Okay. Können wir sogar nochmal die Bremse lösen tatsächlich? Ach, hier ist sogar schon die Harttafel. Nee, ist mir egal, da fahre ich jetzt vorbei. Da vorne ist ja noch eine. Na gut. Ich glaube, die erste war nicht beabsichtigt. Ich glaube, jetzt stehen wir nochmal perfekt an der Harttafel. Ach, eine Persio gibt's auch. Hatte ich die beim letzten Mal gezeigt? Ja, ich glaube ja. Okay. Na, wenn das nicht mal sogar noch perfekt gehalten ist, aber hier vorne will trotzdem keiner aussteigen. Ah, das kann ich verstehen. Nach hinten zu latschen ist auch nicht toll. Super! Sie haben das Ende dieses Schnellspielszenarios erreicht. Oh, hier auch schön die Fahrgastinformation 9:32:02. Und der Kollege fährt dann ab hier weiter. Können wir nochmal kurz hier die Weiterfahrt einleiten. Wir haben uns jetzt hier die Hand gegeben. Und. Ach, der fährt aber schnell an, der Kollege. Weg ist er. Wunderbar. Damit würde ich dann einfach sagen, haben wir diese Fahrt doch gut abgeschlossen hier, dieses Quick Drive. Da habe ich euch mal das schöne fiktive Repaint vom, lasst mich nicht lügen, wie heißt er denn nochmal? Ich hatte mir den Namen hier notiert. Vom EN491 präsentiert. Und wenn ihr euch das Repaint gerne nochmal selber runterladen möchtet, könnt ihr das machen. Ich kann es nur empfehlen, damit da E445 rum zu cruisen. Zumindest finde ich, sieht es sehr, kommt es gut ran, obwohl es nur ein fiktives Repaint ist. Und ja, dann würde ich einfach sagen, ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen, wie immer. Wir sehen uns bei der nächsten Fahrt wieder. Passt wie immer gut auf euch auf. Wer bis hierhin geguckt hat, du bist der Coolste. Und dann würde ich einfach sagen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir gerne einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch bei der nächsten Fahrt. Habt noch einen wunderbaren Tag und ciao.